Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit hallo und allerherzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect. Ha. Viele, viele tausend Monate ist es mittlerweile her, seitdem das letzte Video auf diesem Kanal veröffentlicht worden ist, was irgendwie inhaltstechnisch als Let's Play vielleicht einzuordnen wäre. Und es wird mal wieder Zeit, dass wir uns mit unserer liebsten kleinen Knastbausimulation auseinandersetzen, also mit Prison Architect. Ihr habt in der letzten Folge, was ich auf diesem Kanal veröffentlicht habe, das dürfte einige Tage jetzt her sein, ein kleines Update-Video bekommen, in dem ich darüber erzählt habe, was eigentlich der Zustand ist, beziehungsweise was sich mit dem neuen DLC so alles verändert. So ein DLC-Update-Video, wie ich die ja damals schon immer mal gemacht habe. Das kam ein bisschen später, als man es vielleicht erwartet hätte, weil, ne? Ja, ich war ein paar Monate nicht da. Aber jetzt sind wir wieder vorhanden, jetzt sind wir wieder da und wir können uns mit unserer wunderschönen neuen DLC-Spaß auseinandersetzen, mit dem, was es hier in diesem Spiel alles so neue Möglichkeiten gibt. Und ich bin ganz gespannt darauf, das Ganze hier in unserem neuen, wunderschönen Let's Play hier auch benutzen zu können. Ihr habt es am Thumbnail schon gesehen, das Ganze hier ist ein bisschen anders gestaltet. Ich meine, gut, die erste Folge sieht immer so ein bisschen anders aus wie unsere letzten Thumbnails und unsere letzten Episoden. Und da möchte ich natürlich ganz am Anfang, währenddessen wir hier noch so im Intro festhängen, kurz ein, zwei Worte zu verlieren. Ich gebe mir Mühe, das ganz kurz zu halten. Wir haben in der Staffel 11, in der Episode 40, das letzte Mal aufgehört, in Anführungszeichen, oder haben unsere Arbeit dort beendet und haben dann uns quasi mehrere Monate mit dem Spiel nicht auseinandergesetzt. Das Resolution oder das Resultat daraus ist leider Gottes, dass das Update und das DLC gekommen sind, ohne dass ich am Rechner war. Steam hat das irgendwann mal geupdatet, als ich den Rechner anhatte. Steam startet ja immer so ein bisschen automatisch, dann gab es mal wieder ein gratis Update, The Pen oder so hieß das, und dann kam das DLC irgendwo, und als ich das DLC gesehen habe, habe ich es natürlich auch gekauft und habe es runtergeladen und installiert und mir das Ganze dann auch angeguckt. Das Resultat ist leider Gottes, ja, ich habe ja normalerweise so zwei Mods installiert, die mir das Aufnehmen und das Bearbeiten hier in Prison Architect für euch hier auf YouTube ein bisschen einfacher machen. Bedauerlicherweise ist einer von den Mods im letzten Update als im Steam Workshop als discontinued beschrieben, und das heißt, der funktioniert nicht mehr, der wird auch nicht mehr weiterentwickelt auf neue Versionen. Der war aber noch im letzten Save Game aktiviert, und als jetzt quasi dieses DLC und dieses Update dazugekommen sind, hat es mir leider Gottes, ja, das übliche Save Game auseinandergelegt. Ich habe dafür separat mal ein kleines Video gemacht und würde euch das ganz gerne einblenden, aber das ist auch irgendwie nicht so wirklich qualitativ hochwertig. Vielleicht kriege ich das nochmal her, dann kriegt ihr jetzt gerade einen kleinen einen kleinen Cut und eine kleine Anblendung, wie das Ganze aussieht, wenn ich versuche, das Safe Game der Episode 40 zu laden. Und ansonsten, ja, wie ihr seht, funktioniert das Ganze nicht so wirklich ausgezeichnet. Also, das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Leider Gottes funktioniert unsere Green DLC, Stadt wollte ich schon sagen, unser Green DLC Content nicht mehr so wirklich. Die ganze Season 11 ist irgendwie so ein bisschen in die Tonne. Aber ich finde das sehr, sehr schade, weil eigentlich wollte ich das Green Initiative DLC ja noch viel weiter spielen. Und aus dem Grund habe ich einen kleinen Kompromissvorschlag für euch. Und dieser Kompromissvorschlag, der soll euch natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten geben, in diesem Let's Play auch mitzuwirken und mitzugestalten. Und den möchte ich euch mal ganz kurz erklären und erläutern. In einem Wort ist erzeugen. Sehr gut, Jan, du kannst auf jeden Fall Deutsch. Währenddessen wir im Hintergrund übrigens unser Safe-Cam aus der Staffel 11 sehen, was sehr faszinierend ist. Anscheinend kann er darauf noch zugreifen, aber öffnen kann er das Spiel nicht. Naja, also, die Idee ist jetzt im Grunde, und das seht ihr auch in Zukunft an der Thumbnail-Wahl sehen, die sind im Grunde genommen so wie bei der letzten Staffel Nummer 11 mit dem Green Initiative DLC. Wir haben jetzt die neuen DLCs alle drin. Alle DLCs, die es gibt, sind quasi hier in unserem, oder zum aktuellen Standpunkt gibt, sind hier jetzt in unserem Gefängnis verfügbar. Und ich habe mir folgende kleine Überlegung ausgedacht. Warum machen wir das Ganze nicht so, dass wir quasi auf der ganzen Basis von unserer letzten Staffel anfangen? Wir beginnen ein neues Gefängnis, wir beginnen wieder ohne alles, weil es gibt mit dem neuen DLC, das habt ihr vielleicht im Update-Video gesehen, auch 1000 neue Zuschüsse und Subventionen. Und das ist ja gerade das, wo ich ja wunderbar für schwärme, wenn man mir neue Subventionsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Und das heißt, wisst ihr was?
Wir starten einen neuen Knast, aber dieser neue Knast, der ist flexibel, der ist anpassbar. Und das soll gerade durch euch anpassbar gemacht werden. Diese ganzen Mutationen, ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn wir hier ein neues Gefängnis erstellen, diese ganzen Einstellungen hier und natürlich auch die besonderen Mutationen, die es gibt, die sind auch im Nachhinein über die Optionsmenü oder eben in den File-Dateien des Spiels immer noch änderbar. Das heißt, ich habe mir jetzt eine kleine Überlegung ausgedacht und diese Überlegung wäre: Ich erstelle jetzt hier in dieser Folge Nummer 1 ein kleines Gefängnis und alles, was euch an dem nicht gefällt oder wenn ihr sagt, ihr habt bessere Vorschläge, dann schreibt ihr mir das in die Kommentare und wir machen irgendwann nach der ersten Aufnahmesession, die vielleicht so 4 Folgen lang sein wird, ne, dann machen wir uns eine neue Liste auf, wir machen da auch eine Abstimmung im Community-Tab drunter, die werde ich dann hier möglichst auch einblenden, wenn ich nicht im Schnitt völlig vergesse, was ich vorhatte. Naja, ihr wisst schon. Also, wenn ich an alles denke, werde ich das hier auch nochmal einblenden in der neuen Episode dann. Und da geht es dann entsprechend darum, dass wir die Möglichkeiten haben. Ihr könnt ein bisschen darüber abstimmen, was soll sich hier hinzuführen, was soll ich noch abändern, was sollen wir an dieser Standardeinstellung, die ich jetzt mit euch in dieser Folge hier einstelle, ändern und was sollen wir daran ändern. Und dann tun wir das Ganze. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, ein kleines gemeinsames Gefängnis zu bauen. Das ist der erste Punkt, den ich ansprechen möchte für diese neue Staffel 12 oder die Fortführung der Staffel 11 auf einer neuen Karte. Und eine weitere Sache, und die finde ich sehr, sehr viel ambitionierter und sehr, sehr viel interessanter. Und diese neue Staffel oder diese neue Idee, die ich da habe, betrifft im Grunde genommen das Late Game oder das ganze Spiel auf Dauer. Denn ich möchte mir ganz gerne, dass ihr vielleicht, wenn ihr Lust darauf habt, mir ein paar Sieg- oder Niederlagebedingungen hier ins Spiel reinarbeitet. Und das bedeutet, dass wir uns als gemeinsam, als Community so ein bisschen überlegen, was wollen wir eigentlich mit unserem Knast erreichen. Zum Beispiel könnt ihr mir die Siegbedingung in Anführungszeichen auflisten, dass wir auf jeden Fall einen Todestrakt bauen müssen. Oder ihr könnt sagen, wir müssen eine Mindestraumgröße von mindestens 3x5 Blöcken haben oder beziehungsweise 3x5 Metern haben und so weiter und so fort. Also ihr könnt mir ganz viele auch hier nicht im Spiel vorgegebenen Mutatoren oder beziehungsweise Sieg- und Niederlagebedingungen in die Kommentare schreiben, dann lassen wir darüber abstimmen im Community-Tab im Laufe dieses Let's Plays, was ja viele Folgen gehen wird, und dann am Ende werden wir die ins Spiel implementieren. Das bedeutet zum Beispiel, ich darf keine Wachhunde benutzen oder sowas. Ich wüsste jetzt nicht warum, aber ne, nur um mal so einen Vorschlag zu machen. Oder ich darf keine Umfassungsmauer benutzen, die aus Stein gebaut ist, sondern ich muss das wirklich mit Zäunen machen. Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt alle Möglichkeiten, mir dieses Spiel quasi ein bisschen komplizierter zu machen, in Bezug nehmend auf all die DLCs, die es momentan im Spiel gibt. Und wenn natürlich neue DLCs dazukommen, werden wir das Ganze natürlich auch weiter benutzen. Des Weiteren, kleiner Tipp am Rande, es sind aktuell keine Mods installiert und ich plane auch nicht, irgendwelche Mods in dieses Let's Play mit einzubauen. Das heißt, dieser Spielstand wird, sofern nicht Prison Architect selber irgendwas völlig auseinander nimmt, auch nicht einfach so wieder kaputt gehen. In dem Sinne, das waren nach knappen 10 Minuten Einführung meine Ideen für diese neue Staffel, für diese alte neue Staffel mehr oder minder, in der wir ein neues Gefängnis bauen, was ich jetzt quasi so ein bisschen in den ersten Folgen hier anfange zu planen und die Grundlagen so ein bisschen mache und wir uns dann gemeinsam in den nächsten Episoden über lange Zeit hinweg quasi immer wieder unser Spiel ein bisschen komplizierter, interessanter machen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, wir sollen Gangmitglieder irgendwie anderweitig behandeln, als ich das standardmäßig mache oder wie auch immer. Also alle möglichen Ideen, schreibt einfach, was ihr an interessanten Vorschlägen für dieses Let's Play, was euch so einfällt, einfach in die Kommentare. Wir stimmen über die meisten Vorschläge oder eine Auswahl von den Vorschlägen, die meisten, die es halt so gab, in den Kommentaren, dann im Community-Tab ab. Ich werde das auch nochmal in den Folgen separat ansprechen und wenn ihr wollt, dann werden wir die entsprechend nach der Abstimmung auch implementieren. Das ist zeitlich nicht begrenzt, das heißt also jetzt nicht, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die ersten 1-2 Folgen, sondern das gilt auf alle Folgen, auf das ganze Let's Play, egal wie viele Folgen wir auch immer davon machen werden. Das heißt, wenn ihr sagt, in der Folge 40 oder so, wie wäre es denn mal, wenn wir das und das ändern sollten, dann schreibt das in die Kommentare, wir stimmen drüber ab und wenn die Mehrheit dafür ist, dann werden wir das umsetzen. Und das ist so mein kleiner Vorschlag für dieses Let's Play. Denn normalerweise ist es ja immer schön, wenn wir hier gemeinsam so ein bisschen diesen Start eines neuen Gefängnisses mit einbauen. Ich werde hier heute die gleichen Einstellungen einstellen, die wir beim letzten Green Initiative DLC, also bei der Staffel 11 in der Folge 1, auch benutzt hatten. Das heißt also, hier wird sich nicht viel ändern. Ich werde vielleicht die Farbsituation hier irgendwie ein bisschen anpassen, aber die Weltgröße wird auf groß, das Startkapital ist mittlerweile änderbar nach dem Update, das werden wir natürlich auch auf 30.000 Euro lassen, da werden wir nichts dran ändern. Wir nehmen uns wieder die schönen Wachhunde, alles im Grunde genommen nach bestem Gewissen und Gewissen aus der Staffel 11 kopiert und was ihr daran ändern wollt, das machen wir natürlich hinterher. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die ihr nicht ändern könnt, also jetzt die Weltgröße auf groß zu setzen, ja, ne?
aber ihr wisst, das ist, glaube ich, eine Kleinigkeit. Da geht es nicht wirklich um viel. Ja, anderes, letztes würde ich sagen, starten wir doch einfach mit dieser wunderschönen Staffel 12. Also, sind wir bereit, unser wunderschönes neues Gefängnis zu starten? Ich denke schon. Ne? Nach diesem wunderschönen kleinen Cut geht es los mit unserer Erstellung unseres wunderschönen neuen Gefängnisses. Ihr kennt das ja, in der ersten Folge geht es immer ein bisschen drunter und drüber. Das Ganze dauert ein bisschen länger, deswegen wird die vermutlich auch wieder so um eine Stunde lang sein, wenn ich es denn schaffe, das Ganze in einer Stunde fertig zu bekommen. Und wir werden uns jetzt hier einmal ganz kurz angucken, welche Einstellungen wir für unsere neue Karte so wählen werden. Die sind im Grunde genommen komplett dieselben wie beim Green Initiative DLC, also bei der Staffel Nummer 11. Allerdings gibt es ja durch das neue DLC ein oder andere neue Mutation, beziehungsweise genauer gesagt neue Möglichkeiten in der direkten Einstellung. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und die werden wir natürlich auch aktivieren, damit das Ganze für uns auch interessanter wird. Also gucken wir erstmal ganz kurz an. Wir haben neuerdings die Möglichkeit, hier oben natürlich die Leute auch alle anders farblich zu kennzeichnen. Deswegen machen wir das auch gleich mal. Ich würde sagen, die niedrige Sicherheitsstufe kann meinetwegen auch in Blau bleiben. Die normale Sicherheitsstufe, die hätte ich aber ganz gerne in einer anderen Farbe. Nee, nicht in Rosa. In Braun, in Grün, in Blau. Also das sind ja diejenigen, die wir im Regelfall in unser Gefängnis reinholen werden. Und das sind natürlich dann auch diejenigen, die ich am allermeisten sehen werde. In Hot Pink. Nee. Nee, Aqua Gunmetal. Ja, das sieht doch irgendwie, ja, das ist schon fast wie Blau. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Also wir suchen uns jetzt mal irgend so eine schöne Farbe aus, die sehr langweilig aussieht. Ich suche irgendwas total Graues oder Weißes oder sowas. Eierschale. In Eierschalen weiß. Ja, oh mein Gott, das ist ja eine total faszinierende Situation. Eierschalen weiß, ja, da sehe ich uns. Also die nehmen wir mal in Eierschalen weiß, die normale Sicherheitsstufe. Die niedrige lassen wir mal in Blau. Die Hochsicherheitsstufe, was geben wir denen denn jetzt mal als Option? Da können wir natürlich jetzt die Hochsicherheitsjungs... Oh. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, wir machen das. Die Hochsicherheitsjungs, die lassen wir rot. sonst bin ich hinterher völlig verwirrt. Aber die höchste Sicherheitsstufe, ich glaube, die setzen wir mal auf Orange. Dann bin ich so richtig schön verwirrt. Ich meine, Orange ist so diese Standard-Gefängnisfarbe. Ich meine also hier dieses typische, dieses typische amerikanisches Gefängnis, ne? Dieses Orange und auch dieses Grau, beziehungsweise Blau-Grau, wie auch immer man das nennen möchte. Grau, okay, Grau. Das ist ja so diese Standard-Gefängnisfarbe. Vielleicht behalten wir die mal bei. Und Orange sind mal unsere Hochsicherheits-, Höchstsicherheitsgefangenen. Also die typischen Bandenmitglieder, Experten, die da rumrennen und Terror machen. Ich fände, so viel Farbenvarianz könnten wir durchaus machen. Die zum Tode Verurteilten sind in komplett schwarz. Ja, die Schutzhaftbefohlenen sind in gelb. Ich finde, das ist auch in Ordnung. Da kann man was mit anfangen. Haben wir noch ein bisschen schöneres Rot? Kastanienfarben, rosa, braun, grün, blau, himmelblau, Lachsfarben, Samt, lila, Limette, ich meine, das fällt alles schon sehr deutlich auf. Ich will die Farben in unserem Knast des Verderbens in Burgund ja schon irgendwie so ein bisschen auffällig haben, aber die sollen jetzt nicht unbedingt strahlen. Also ich will jetzt nicht unbedingt, dass sie in Pink rumrennen. Ich meine, das nimmt so ein bisschen den Ernst aus dem Gefängnisalltag. Okay, ja, anderes Rot haben wir nicht, also nehmen wir das, wenn wir die Leute nicht gerade in Burgundfarben nehmen wollen. Ich finde, das ist eine recht schöne Farbpalette. Wie wir die ganzen jetzt nehmen können. Wir könnten das Ganze auch zurücksetzen. Machen wir natürlich nicht. Wir wählen unseren Direktor aus. Das war im Green Initiative DLC der Kollege Ökologe. Und der ist mir sehr, sehr sympathisch. Ich gehe nochmal ganz kurz mit der Maus darüber. Ne, der Ökologe verfügt über viel Erfahrung auf dem Gebiet umweltfreundlicher Energien und kann daher einen ausgesprochen positiven Einfluss auf diese Energiequellen haben. Vergrößert die Leistung aller umweltfreundlichen Energiequellen und verdoppelt den Wert exportierter Energie. Und das ist so viel wert, gerade in der Anfangsphase, wenn wir mit wenig Geld arbeiten müssen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir hier rechts in den Reiter Kapital übergehen. Das ist unfassbar viel wert, wenn wir den haben. Dann können wir nämlich recht früh am Anfang mit den Subventionen aus dem Green Initiative DLC anfangen, uns wirtschaftlich effizient auszustellen. Das heißt, wir wählen den Ökologen als Gefängnisdirektor. Wählen Sie die Wachhunde. Damit haben wir übrigens auch die Farbe Grün dann im Gefängnis vertreten. Ne? Wählen Sie die Wachhunde. Heute nehmen wir mal die Huskies. Ich meine, warum nicht? Huskies sind schöne Hunde. Wir müssen ja nicht immer den Standard nehmen. Ne? Der Gefährte, bester Freund des Wächters. Der ist jetzt irgendwie nicht und der Gentleman-Gauner, ich weiß nicht, ob der jetzt so, ja, weiß ich nicht. Nee, nehmen wir den Husky, der sieht böse aus in unserem Gefängnis. Der kann die Insassen davon abhalten, auszubrechen und die werden wahrlich sehr viel ausbrechen in der Zukunft, so wie wir uns das hier angucken.
Weltgröße ist ein groß, das Kapital am Anfang könnte man seit dem neuen Update übrigens auch beliebig hochsetzen auf 500.000 Euro, auf 0 Euro. Aber auf 0 Euro finde ich ehrlich gesagt, sollen wir das mal machen? Sollen wir mal wirklich ein Gefängnis mit 0 Euro starten? 30.000 Euro ist natürlich eigentlich normal das Mindestkapital. Aber ich finde 0 Euro ist schon ambitioniert. Also 0 Euro ist natürlich heftig, ne? Das heißt, wir müssen sofort die erste Subvention starten. Wir können noch nichts bauen. Ich weiß nicht. Ist das interessant? Ist das nicht interessant? Ich bin da noch unschlüssig momentan. Das heißt, wir überlegen uns mal. Sollen wir mit 0 Euro starten? Wir starten mit 0 Euro. oh wei, das wird total in die Hose gehen. Egal. Weiter geht's. Nebel des Krieges. Ich habe das, glaube ich, vor jeder Staffel schon mal erklärt, was ich davon halte. Den Nebel des Krieges machen wir aus. Der ist, wie gesagt, dafür da, dass wir nur auf der Karte das sehen können, was auch die Wachen sehen können oder nur, wo unser Personal rumrennt, dass wir alle Gebiete unseres Gefängnisses für uns unsichtbar sind, an denen kein Personal von uns unterwegs ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das Problem ist halt, dass ihr dann halt auch nicht seht, was überall abgeht. Und das ist mir halt so ein bisschen unsympathisch. Ich werde euch ja doch ganz gerne die ganze Karte zeigen. Ja, wenn das jetzt die Möglichkeit geben würde zu sagen, der Nebel des Krieges ist jetzt nur für mich sichtbar und für euch nicht, dann würde ich das natürlich gerne aktivieren. Geht aber natürlich leider Gottes nicht. Deswegen machen wir es lieber aus. Jetzt gibt es verschiedene Bautypen hier vorne für unsere Karte. Dschungelbauland, schneebedecktes Bauland, Wüstenbauland, Mondinsel und vernetztes Inselbauland. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Oder natürlich, wenn man nichts davon anklickt, ist es die Standardkarte. Erzeugen Sie eine Anforderung an Anfangsbaugrund, das dem dichten Dschungel ähnelt. Ich meine, das ist für mich natürlich ein super Start, ne? Weil wir haben jetzt gerade 0 Euro Startkapital. Wenn ich ein Dschungelbauland nehme, ja, dann habe ich natürlich Millionen Tonnen Holz da liegen, die ich abholzen muss. Was natürlich zur Resolution führt, dass ich am Ende mehr oder minder ziemlich schnell ziemlich viel Geld wieder hätte. Ist nicht so unbedingt schlau. Schneebedecktes Bauland, erzeugen Sie ein Anfangsbaugrundstück, was mit Schnee bedeckt ist. An sich eine coole Idee, aber wird hinterher natürlich durch Wetter und Temperatur so ein bisschen aufgehoben. Ich meine, wir können mit der normalen Standardkarte halt auch schneebedecktes Bauland hinterher haben, ne? Einfach dadurch, dass Winter wird. Wüstenbauland hat den gleichen Effekt wie mit dem Wetter und Mondbauland ist halt so ein bisschen utopisch und schwarz und dunkel gestaltet. Ist nicht wirklich ein schönes Gefängnis. Inselbauland, vernetztes Inselbauland hat das gleiche Prinzip und vor allen Dingen Inseln bei meinem Symmetriewahn ganz, ganz gefährlich. Ansonsten, die Erweiterung gibt es als Option. Erweitert ihr Bauland einmalig auf jeder Seite und macht damit das Anfangsbaugrundstück von Anfang an viel größer. Ist aber für mich keine sinnvolle Option, weil ich ganz gerne hinterher manuell erweitere und das soll ja auch ruhig Geld kosten. Deswegen lassen wir das mal weg. Wälder erzeugen tun wir mal an, damit wir so ein bisschen Chance haben, Geld zu verdienen hier. Seen erzeugen, naja, die müssen wir dann wieder zuschütten. Achtung im Erprobungsstadium, nachdem mir mein letztes Spiel hier abgeschmiert ist, also das Safe Game, lassen wir mal Erprobungsstadium weg. Gebäude erzeugen wir natürlich, Niederlagebedingungen sind natürlich ebenfalls aktiviert, also das heißt, wenn uns das Ganze aus dem Ruder gerät, wird mir der Knast weggenommen und wir haben verloren. Eieiei, ich hoffe, das passiert nicht. Banden aktivieren wir natürlich, dynamische Rufvarianten ist was anderes. Ereignisse aktivieren wir natürlich auch, also dass diese Wasserrohrbrüche kommen, dass irgendwelche Gebäudeteile einstürzen können, dass ein Feuer ausbricht, dass unser Generator explodiert und so weiter und so fort. Das machen wir natürlich auch, wir aktivieren das selbstverständlich. Gefangenentransfers, die sind dieser neue Menüpunkt, von dem ich euch erzählen wollte. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier mit der Maus mal offen. Ich werde das jetzt nicht komplett vorlesen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Im Grunde genommen bedeutet Gefangenentransfers einfach nur, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Zellenbewertung und die Bewertung der einzelnen Häftlingsstufen, also niedrige, mittlere, normale, hohe Sicherheitsstufe und so weiter und so fort, einen größeren Einfluss auf das Verhalten der Menschen in unserem Gefängnis hat. Das heißt, jemand, der in der mittleren Gefängnisstufe ist und sieht, die niedrige Gefängnisstufe, die hat aber viel größere Zellen, die hat viel, viel mehr Freizeit und so weiter und so fort, dann wird er sich besser verhalten, um in die niedrige Gefängnisstufe zu kommen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für die Gefangenen in unserem Gefängnis aufzusteigen. Also nicht nur in Sachen Gang, ne, sondern auch in der Sicherheitsstufe runterzustufen und damit mehr Freiheiten, mehr Flexibilitäten zu gewährleisten oder zu bekommen. Ob diese Leute dann aber am Ende aufsteigen oder nicht, hängt aber trotzdem noch am Ende von mir. Ich kriege dann vom Spiel nur vorgeschlagen, so und so viele Häftlinge könnten aufsteigen. Ja, mach doch mal was. Ne? Das ist so ein bisschen die Option. Werden wir natürlich aktivieren, damit wir uns auch Mühe geben mit dem Bau unserer Zellen.
Wetter und Temperatur werden natürlich eingeschaltet, die Fluchtpläne und die Personalbedürfnisse natürlich auch. Fluchtpläne bedeutet, dass die Gefangenen zum Beispiel anfangen, über unsere Zäune zu klettern. Das ist vor allen Dingen am Anfang ein Problem, wo wir ja noch keine Umfassungsmauer oder Stacheldraht über den Zäunen haben, weil der kostet ja 200 pro Quadratmeter. Das ist ja richtig viel, was der kostet. Das heißt, gerade am Anfang werden die versuchen, ganz häufig über die Zäune auszubrechen und zu fliehen. Das heißt, da müssen wir uns natürlich entsprechend Mühe geben. Unbegrenztes Kapital, Bürokratie, Erfolg und Tools und Cheats aktivieren werden wir natürlich nicht. Das sind unsere Einstellungen, die entsprechen im Grunde genommen dem Green Initiative DLC. Natürlich haben wir ein paar Farben geändert und wir haben natürlich auch uns hier Gefangenentransfers neuerdings dazu. Startkapital auf 0, das macht das Ganze deutlich komplizierter. Die Mutatoren sind damit als nächstes dran und da möchte ich natürlich die gleichen einstellen, wie wir sie vorher beim Green Initiative DLC hatten. Das bedeutet einmal, wir haben mehr Schmuggelware, wir haben einmal das sogenannte das gute Zeug als Erschwernis dazu bekommen. Häftlinge, die Drogen oder Alkohol zu sich nehmen, erhalten eine zufällige Rufeigenschaft dazu. Na, das ist ziemlich blöde. Ja, wir haben natürlich trotzdem auch eine Erleichterung, ne, die wir zur Verfügung haben und das wäre ganz gerne für mich immer die, und die habe ich ja in den letzten Malen auch schon angezeigt, dass jeder Ruf angezeigt wird. Das heißt, auch diejenigen, die neue Rufvarianten bekommen, kriegen wir dann zumindest auch angezeigt, sonst werden wir uns nichts ereinfachen. Regelbrecher bedeutet langsame Lieferungen, das hatten wir beim letzten Mal aktiviert. Konkret bedeutet das, dass alles, was wir brauchen mit dem LKW halt angeliefert werden muss, was das Ganze natürlich um ein Vielfaches komplizierter macht. Und das ist natürlich etwas, was wir auf jeden Fall aktivieren wollen. Und etwas anderes ist halt vor allen Dingen, etwas spezieller. Ne? Also Feuerbestattung zum Beispiel, wer in unserem Gefängnis stirbt, der geht in Flammen auf oder sowas. Eigentlich, und das habe ich ja schon angesprochen, müssten wir mal wirklich so eine Karte machen, wo wir all diese komplizierten oder bescheuerten Ideen hier einfach mal aktivieren und dann gucken wir mal, wie lange wir aushalten. Aber ich glaube, das wird eine ziemliche Katastrophe. Für unser normales Let's Play, was ja auch den Ziel und den Anspruch hat, möglichst lange zu halten, ja, über regelmäßige Folgen, mehrmals in der Woche, ist das natürlich eher kontraproduktiv. Und endloser Tag, endlose Nacht finde ich auch nicht so schön. Es darf ruhig Wetter geben und natürlich auch den Tag-Nacht-Rhythmus und Jahreszeiten und alles, ja, was so dazugehört. Und in diesem Sinne würde ich sagen, meine Damen und Herren, starten wir doch mal direkt mit einem großen Spaß, ich setze meine Kopfhörer auf, einen großen Spaß in die Wiedergabe und sagen in 3, 2, 1, unsere neue Staffel Nummer 12, neue alte Staffel, beginnt. Jetzt. Zack. Da sind wir. 35 Euro Gewinn haben wir. Oh, das wird so schlimm. Ja, wir müssen uns jetzt sehr finanziell intelligent anstellen, glaube ich. Das ist, meine Damen und Herren, unsere wunderschöne Karte. Sie sieht so ein bisschen nach Savanne aus, finde ich ja persönlich, mit diesem getrockneten Gras überall und der Erde überall. Die müssen wir natürlich in einen gepflegten Golfplatzrasen verwandeln hier in Zukunft, damit das Gefängnis auch möglichst schön aussieht. Ja, wir sind in unserem neuen Let's Play, beziehungsweise neuen alten Let's Play in der Staffel 12. Die Thumbnails sind ziemlich ähnlich, habt ihr vielleicht schon gesehen, ja, weil ich halt eben an die alte Staffel natürlich auch anknüpfen möchte. Falls ihr das in dieser Folge noch nicht gesehen habt, in der nächsten Folge sind dann die anderen Thumbnails dabei für die YouTube-Video-Vorschau, das noch nebenbei erwähnt. Und ja, meine Damen und Herren, da sind wir. In einer neuen Karte, in unserem neuen Glück. Das wird so eine große Baustelle. Wir werden da so lange dran rumwuseln. Ja, meine Damen und Herren, wir beginnen mal ganz klassisch. Wir lesen den Brief der Geschäftsleitung. Also ihr könnt ihn lesen, wenn ihr auf Pause drückt. Ich lösche das Ding einfach, weil ich habe das Spiel ja nun 440.128 Mal schon neu gestartet. Ich kenne ihn schon. Hier oben gibt es zwei neue Reiter, beziehungsweise einen für diejenigen, die die letzte Staffel gesehen haben, über Second Chances, Hilfe und Informationen zum neuen DLC. Die ganzen Punkte hier, die bin ich mit euch in diesem Update-Video, was das erste Video nach der langen Pause war, was auf diesem Kanal veröffentlicht worden ist, durchgegangen und habe die alle separat erklärt. Wenn es in diesem Let's Play dann irgendwann zu diesen Punkten kommt und dass wir die auch tatsächlich nutzen, was ja das Ziel ist, dann werden wir natürlich im Separaten nochmal drauf eingehen und ansonsten gilt natürlich die Aufgabenliste. Erster Schritt für mich ist jetzt mal ganz kurz die Einlieferung von Gefangenen natürlich zu blockieren, weil das gibt es jetzt erstmal nicht. Und die erste Aufgabe ist natürlich gleich, wenn hier unsere Häftlinge, unsere Mitarbeiter, ihr wisst, was ich meine. Wenn die jetzt mal angekommen sind, das seht ihr jetzt hier, dann werden wir jetzt mal die große Chance nutzen und werden diese netten Menschen hier damit beauftragen, unser Gefängnis zu bauen. Das Problem ist, leider Gottes, wir haben 35 Dollar, das heißt, wir müssen tatsächlich zuerst mal auf die Zuschüsse gehen und uns erstmal angucken, was brauchen wir eigentlich. Und da ist für mich immer das allererste, was ich baue, ein sogenanntes Verwaltungszentrum, damit ich die Möglichkeit habe, mit unserem
ja, normalerweise mit unserem, wie heißt er, Direktor, entsprechend dann hier, wie ihr es gerade eben schon gesehen habt, einen Direktor einzustellen, zwei Büros zu bauen und dann halt eben Finanzen freizuschalten und einen Buchhalter freizuschalten. Das gibt uns 5.000 Euro Vorauszahlung und 5.000 Dollar im Abschluss. Das Problem ist, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier oben unseren Direktor einstelle, der kostet uns schon grandios, ja, 1.000 Dollar. Das ist verdammt teuer, das Verwaltungszentrum zuerst zu bauen. Allerdings ohne dieses Verwaltungszentrum habe ich nicht die Möglichkeit, hinterher über die Bürokratie weitere Zuschüsse freizuschalten. Also die Möglichkeit zu haben, mehr Zuschüsse gleichzeitig anzunehmen. Und deswegen ist das tatsächlich der erste Zuschuss, den wir annehmen. Und der zweite Zuschuss, den wir annehmen werden, ist allerdings ein etwas anderer. Und da würde ich mir jetzt die Frage stellen, welcher ist das wohl am besten? Bauen Sie einen Personalraum, 5 Wachen ohne, das ist alles ziemlich, ziemlich kompliziert. Grundlagen der Landwirtschaft, grüne Maschine, sieht gut aus. Kaufen Sie ein Solarpanel und stellen Sie es auf. Kaufen Sie eine Windkraftanlage, stellen Sie es auf. Kaufen Sie einen Solarwindhybriden und stellen Sie ihn auf. Und dafür kriege ich schon 7.500 Dollar. Das Problem ist, glaube ich, ich weiß, es ist viele Monate her bei mir, dass ich das Spiel das letzte Mal gestartet habe. Aber, ja, wir haben die Solarpaneele zwar freigeschaltet, aber wir müssen über die Ziele umweltfreundlicher Energie erstmal 3 Solarpaneele kaufen, damit wir Windkraftanlagen freischalten. Und dann müssen wir über 3 Windkraftanlagen am Ende Solar-Windhybriden freischalten und so weiter und so fort. Ja, das heißt am Ende für 2.000 Euro, ich brauche allein 6.000 Euro, um dann Windkraftanlagen freizuschalten. Die kosten auch 2.000. Das heißt, ich brauche allein 12.000 Dollar plus die 5.000 Euro für diesen Hybriden, um diesen Zuschuss für 7.500 Euro zu kriegen. Das heißt, das ist ein ziemliches Verlustgeschäft. Das können wir uns nicht leisten. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz. Ich denke mal, wir werden die einfache Haftanstalt noch nehmen. Damit haben wir schon mal 25.000 Euro zur Verfügung. Können also entsprechend jetzt erstmal anfangen zu planen. Beginnen tue ich das Ganze jetzt mal erstmal ein bisschen anders. Ich nehme erstmal den Einlieferungsraum hier weg. Dann gehe ich hier vorne mal drauf und gehe auf Objekt abreißen. Und das mache ich immer am Anfang. Aber jetzt ist es ja bei unserer finanziellen, erbärmlichen finanziellen Situation doch ganz wichtig geworden. Nämlich am Anfang immer diese ganzen Straßenlaternen abzubauen. Ich mache das aus dem Grund, dass ich in der Lage bin, quasi hier schon mal 14 oder 16 Lampen, ich weiß nicht, wie viele es sind, am Ende schon mal im Lager zu haben, die ich nicht bezahlen muss. Ja, die muss ich nicht kaufen. Die kosten 30 Dollar pro Stück. Die habe ich jetzt einfach schon mal geschenkt gekriegt vom Spiel. Vor allen Dingen gibt es mittlerweile ja auch viel schönere Straßenlaternen, die wir dann hinterher wieder aufstellen können, wenn wir ja finanziell ein bisschen besser gestellt sind. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir werden uns erstmal noch einen Lagerraum hier irgendwo hinsetzen. Der kommt für mich jetzt mal hier unten irgendwo hin, dass er uns möglichst nicht im Weg steht. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel 8x15 hier unten. In diesen Lagerraum können die dann alles andere erstmal verlagern, logischerweise. Schönes Deutsch, ich weiß. Und dann gucken wir uns mal ganz kurz daran, dass wir mal eben mit den Wänden planen. Ihr wisst ja von mir oder diejenigen, die länger zuschauen, dass ich immer ein Riesenfreund davon bin, dass wir das Ganze hier synchron setzen. Deswegen habe ich gerade eben diese beiden Räume schon gelöscht, weil die halt eben nicht in der Mitte sitzen von dieser Karte. Das ist fürchterlich nervig. Ich weiß aus den alten Let's Plays, es sind 67 Meter, die ich normalerweise immer nehme. 67 Meter von oben und unten. Hier vorne einfach mal geplant. Das sind 67 Meter. Dann kommen da 5 Meter dran. Da kommen 5 Meter dran. Wenn ich das hier überall 67 Meter genutzt habe, das sieht erstmal symmetrisch aus. Und dann mache ich hier vorne dran einmal 10 Meter und damit auch nochmal 10 Meter. Und dann habe ich hier in der Mitte 4 Meter Platz. Und diese 4 Meter Platz, das ist ja genau das, was ich hinterher dann als Weg in unser Gefängnis zur Verfügung stehen haben möchte. Das heißt, das hier ist jetzt schon mal symmetrisch gesetzt. Damit können wir dann auch erfolgreich unseren Lieferraum hier vorne an die Stelle wieder setzen und natürlich auch den Müllraum hier vorne parken. Und dann ist das Ganze wunderbar entspannt. Selbstverständlich beginne ich mal ganz kurz mit einer kleinen finanziellen Reserve. Das, was hier vorne an Bäumen steht, steht uns ohnehin im Weg. Das können die ruhig mal gerade auch schon mal direkt in den Lagerraum verfrachten, weil das steht uns ohnehin im Weg. Da können die sich jetzt gerade mal direkt mit beschäftigen. Das heißt, hier kann richtig, ja, Personal von A nach B bewegt werden. Zutaten sind auch schon angekommen für das Personal, also für die Personalkantine. Und ihr seht schon, die Mitarbeiter sind fleißig zugange. Die fällen jetzt mal die ganzen Bäume hier vorne. Ich überlege mir mal am Anfang gerade, was am sinnvollsten wäre. Denn ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir so eine Situation hier vorne haben, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja, haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt am Anfang so wenig Geld haben durch unsere in Anführungszeichen 0-Euro-Finanzierung. Ihr müsst euch vorstellen, normal hätten wir jetzt 55.000 Dollar zur Verfügung, jetzt haben wir nur 25. Das ist natürlich ziemlich wenig.
Ich würde sagen, wir müssen tatsächlich von unserem normalen Bauplan etwas abweichen. Normalerweise plane ich hier unten so ein paar Baucontainer hin, also so ein paar Standard hier, ne, mit Betongebäuden, einfach nur, um schon mal die Verwaltung aufzubauen, also zwei Büros, einen Direktor einzustellen, der kann dann Finanzen freischalten und dann stellen wir uns einen Buchhalter frei. Das Problem ist, das ist mit unseren finanziellen Mitteln vielleicht nicht so wirklich schlau, das zu machen. Und das bedeutet für mich, ich möchte das Ganze eigentlich ein bisschen ändern, und zwar, indem ich schon mal die Büros direkt von vornherein plane und schon mal umsetze. Das ist eine ziemlich lange Planungsphase normalerweise. Und ihr wisst ja, seit der letzten Staffel machen wir das allerdings nicht mehr so, dass ich euch jetzt hier 5 Stunden mit Planungsthemen langweile, ja, sondern wir machen das Ganze natürlich in Form einer Zeitrafferaufnahme. Ich erkläre es jetzt diesmal in dieser Folge mal separat. In den zukünftigen Folgen wird es einfach gemacht, ja. Und das heißt also, was ich jetzt hier plane, hier vorne im Anfangsbereich unserer kleinen Karte, also ein Büro, Verwaltungszentrum quasi mit einem Personalraum, einer Personalkantine, die wird alle nur geplant, die baue ich nicht, die plane ich jetzt einfach nur schon mal hier in der Voranweisung. Das machen wir Ganze jetzt mal ganz schnell in einem Zeitraffer, ja. Und wenn dieser Zeitraffer rum ist, dann hören wir alle uns wieder. Solange gibt es ein ganz klein bisschen Musik. In dem Sinne, vielen Dank und bis gleich. Ja, und damit zurück aus dem wunderschönen, recht kurzen Timelapse, in dem ich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen überlegt habe, was ich ja eigentlich bauen möchte. Das hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Wir sind schon am Abend des ersten Tages hier unseres wunderschönen kleinen Gefängnisses. Aber ich dachte mir eigentlich, das sieht relativ akzeptabel aus, das Ganze. Ich habe hier vorne sogar ein paar kleine Details vergessen, fällt mir gerade auf. Und selbstverständlich, wie nach jedem Timelapse, erkläre ich mal ganz kurz, was ich mir jetzt hier eigentlich so, ja, aus den Ärmeln gesogen habe, sozusagen. Wir haben im Grunde genommen jetzt hier einen sogenannten Einlieferungsraum und einen Personalbereich gebaut. Und der sieht wie folgt aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben entsprechend hier oben 5 Büros und hier unten auch nochmal 5 Büros gebaut. Ja, also hier im Grunde genommen, das Ganze ist ja gespiegelt. Ich erkläre es jetzt mal auf einer Seite. Wir haben hier oben 5 Büros gebaut. Die haben alle einen Fensterzugang nach außen, weil die sollen ja auch was sehen, die Jungs. Ja, dann haben wir hier vorne eine Personaltoilette gebaut. Die hat hier vorne eine Tür. Hier kann dann Waschbecken und Spiegel und sowas hin. Hier vorne gibt es 2 separate Toiletten. Hier vorne gibt es einen kleinen Personalraum. Der ist nicht besonders groß, aber der ist recht, na, gemütlich klein. Es ist ein Personalraum, ist auch nicht ganz so wichtig bei den Personalbedürfnissen, die wir aktiviert haben, weil sie sich auch viel in der Kantine und Co. aufhalten können. Und diese Personalräume werden wir überall über unser Gefängnis irgendwann natürlich verteilen müssen, genauso wie wir auch mehr als eine Personalkantine brauchen werden. Das hier ist, wie gesagt, eine kleine Personalkantine. Ich habe mir mal überlegt, wie könnte die aussehen. Ich habe so ein bisschen geguckt, ob das mit den Tischen so hinhaut. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt noch nicht, ob das am Ende tatsächlich der Endzustand werden wird, weil es ist natürlich noch relativ klein, recht gemütlich, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben jetzt hier eine relativ eng bemessene Kantine. Die Idee ist ja am Ende eigentlich, dass diese Kantinentische ein bisschen größer werden,
Wir möchten ja am Ende tatsächlich auch uns überlegen, wenn wir jetzt diese Tische hier hinbauen, dann haben wir ja normalerweise links und rechts davon nochmal eine Bank stehen. Ich habe da jetzt einfach mal mir ein bisschen was überlegt, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so eingezeichnet wie hier vorne. Das können wir natürlich auch so machen, dass einige Tische gegen die Wand gucken. Und natürlich haben wir hier vorne im Eingangsbereich auch Platz für einen nee, nicht Wäscheständer, Getränkespender für den Serviertisch und für so einen Wasserspender und so einen Snackautomaten und alles, was halt so dazugehört. Die Personalkantine wird also relativ gemütlich ausgestattet sein. Das ist natürlich erstmal das grundsätzliche Ziel der ganzen Sache. Hier vorne haben wir jetzt ein entsprechend großes Loch. Und das definiert sich über diese Türen. Hier vorne möchte ich dann ganz gerne auch nochmal Türen einbauen. Ich hätte die ganz gerne ein Stück nach hinten gesetzt, aber das Problem an der Sache ist, dass wir dann hier vorne das Problem haben, dass die in diese Kantine mit reinbuggen. Außer ich baue die dahin und baue das so. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Doppeltüren, die gehen ja dann in diese Wand offen und wenn die halt größer sind als die Wand, dann. Ja, dann ragen die so in diese Personalkantine mit rein. Das sieht nicht so schön aus. Das hier sieht aus meiner Sicht jetzt schon ein gutes Stück besser aus. So können wir das gestalten. Und hier vorne käme dann irgendwo in diesem Bereich hier vorne, käme aus meiner Sicht dann sowas wie ein Metalldetektor hin oder sowas. Also wir könnten jetzt hier halt entsprechend ja eine Sperre bauen für Metalldetektoren. Hoppala, das wollte ich so nicht. Wo wir dann die Möglichkeit haben, hier entsprechend Metalldetektoren hinzusetzen, dass jeder, der in dieses Gefängnis reingeht, auch nochmal durch einen Metalldetektor gelaufen ist. Außer diejenigen, die halt in den Verwaltungstrakt gehen, weil dieser Verwaltungstrakt ist ja von den anderen Menschen im Gefängnis quasi abgeschottet und auf die Art und Weise sollte es da nicht zu Komplikationen geben. Komm. Ansonsten haben wir hier jetzt zwei separate Räume für die Einlieferung. Also wir haben zwei Einlieferungsräume. Ich hoffe, das Spiel kann das halbwegs vertragen. Wir haben hier halt eben einmal so eine kleine Bucht, wo halt entsprechend zwei Mitarbeiter sitzen können, die halt in diesen Korridor reingucken. Wir haben hier vorne also zwei Fenster. Hier kommen dann so Tische hin, wo die sitzen können. Wir haben dann entsprechend hier vorne den gesamten Bereich, wo dann hier entsprechend dann halt die normale Einlieferung passiert. Das heißt, die Gefangenen kommen von hier über den Weg rein, werden hier verarbeitet und gehen dann hier durch raus. Und was ich hier mir überlegt habe, ist ein neues Feature zu benutzen. Und ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn ich wüsste, wie das heißt. Das heißt, glaube ich, Kontrollpunkt oder sowas. Ja, und es ist sogar genauso groß, wie es hier aussieht. Ich musste das zwischenzeitlich googeln. Ja, das hier ist ein kleiner Kontrollpunkt. Hier in dieser kleinen Bucht steht ein Mitarbeiter und der kann entsprechend Personal und Leute, die hier halt quasi als Besucher, denn die kommen ja auch durch diesen Eingang ins Gefängnis, die hier durch wollen, dann quasi kontrollieren. Der gibt einmal hier vorne hin und der kommt einmal hier vorne hin. Hier vorne ist er momentan noch blockiert, weil hier halt dieser Baumstumpf im Weg sitzt. Ja, und das heißt, hier kommt einmal für einen Ausgang, hier kommt er einmal für einen Eingang hin und dann haben wir eine recht schöne durchgeschaltete Ecke, wo wir dann entsprechend unser Personal unterbringen können. 10 Büros haben wir insgesamt für 10 Mitarbeiter. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich damit meine. Wir haben einen Direktor, einen Sicherheitschef, einen Rechtsanwalt, einen Buchhalter, einen Psychologen. Das sind insgesamt 5. Und wir können eine bestimmte Anzahl, ich glaube 4 Vorarbeiter einstellen oder bis zu 3 oder 4. Und damit habe ich mir gedacht, baue erstmal 10 Büros. Wir können ja auch 2 Psychologen einstellen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ausreichend Platz in den Büroflächen für entsprechend all unsere Mitarbeiter, die dahin wollen. Sollte das irgendwie tatsächlich mal zu viel sein oder wir brauchen tatsächlich einige der Büros nicht, dann können wir hier vorne dieses Büro auch immer jederzeit natürlich auch zurückbauen, dass die Personaltoilette erweitert wird, dafür dann der Personalraum größer wird oder wir machen die Kantinentacken größer. Das ist ja alles kein Thema. Ansonsten für diejenigen, die sich hier noch nicht so ganz auskennen und sich fragen, was das hier darstellen soll, wir haben hier vorne in unserem Gefängnis einen normalen Zaun, der hier vorne außen rumläuft. Das ist diese erste Linie, die wir hier gezeichnet haben. Dann gibt es einen 2 Meter Weg. Ja, der ist also quasi ja, für Instandhaltungszwecke. Der wird aus ja, sehr schwer gehbarem Material gestaltet. Also der geht quasi entweder Schotter hin oder sowas, irgendwas, was Laufspeed ganz langsam hat, da Gehgeschwindigkeit langsam, so Kiesel oder sowas. Dann gibt es hier vorne die sogenannte Umfassungsmauer, das ist dieser mittlere Bereich. Hier vorne kommen halt Türen hin, ne? Das ist der mittlere Bereich. Und dann kommt in der Innenbereich nochmal ein ganz normaler Zaun, ebenfalls wieder wie der äußere Zaun auch mit Stacheldraht. Das wird um das ganze Gefängnis rumgesponnen und diese, ja, wie soll man darstellen, diese Punkte hier, diese viereckigen, das sind die Wachtürme für die Scharfschützen, die hinterher auf diesen, ja, Punkten sitzen werden. Die sind im Abstand von 25 Blöcken zueinander gebaut. Also hier zwischen sind 25 Blöcke.
Damit sitzen die Wachtürme immer im Abstand von etwa 29 Blöcken. 30 Blöcke haben die als Differenzdistanz und das heißt, es ist also dauerhaft irgendeiner am Kontrollieren, ob hier irgendeiner abhaut oder nicht. Durch diese Wachtürme hier hinter ist ein ganz normaler, normal gepflasterter Weg, also mit einer normalen Gehgeschwindigkeit. Und auf diesem Weg patrouillieren hinterher Hunde, die dann entsprechend gucken, ob sich hier versucht, jemand durchzugraben. Das ist erstmal unser kleiner Standard. Das ist das, was wir hier als Gefängnisstaat so zur Verfügung stehen haben. Hier hinten steht natürlich ganz viel Müll. Falls ihr euch fragt, warum das Ganze hier unten aus dem Gebiet rausgeht und natürlich da oben auch, weil ich natürlich hier oben ringsrum die Grundstücke in Zukunft natürlich auch kaufen möchte, um einfach die Möglichkeit zu haben, ja, wie soll ich sagen, uns so ein bisschen auch in Zukunft zu expandieren. Wir werden also höchstwahrscheinlich provisorisch erstmal irgendwelche anderen Zäune hier hinbauen müssen. Wir werden auch nicht den gesamten Trakt hier unten jetzt in der nahen Zukunft bauen, weil dafür haben wir einfach kein Geld, sondern wir beginnen hier vorne mit quasi und wir werden dann hier vorne quasi erstmal enden quasi das ganze Gebäude und dann haben wir erstmal ein paar Büros. Wir werden die auch noch nicht alle einrichten, wir werden noch keine Böden reinmachen, vielleicht Stromversorgung erstmal später und so weiter und so fort. Das heißt also wirklich alles, was Geld kostet, kommt später. Auch die ganze Optik kommt später. Und natürlich wird hier vorne auch erstmal nur ein Zaun gebaut. Das wird vermutlich der Innenzaun werden. Und alles andere machen wir dann entsprechend später, wenn wir Geld dafür zur Verfügung haben. Das ist erstmal unser kleiner Plan. Hier vorne, das soll einfach nur Zaun definieren. Das heißt, hier kommt einfach ein Zaun hin, der das ganze Gebiet dann nochmal abschottet, hier in den Innenbereich. Und das heißt, hier vorne kommen Türen hin, hier kommen Türen hin, hier vorne kommen keine Türen hin oder da kommen Türen hin und da kommen Türen hin, keine Ahnung, irgendwo so werden wir das Ganze dann gestalten und auf die Art und Weise gibt es dann hier einen Innenbereich, der wird dann mal schön gestaltet, hier kommt so ein bisschen Grünfläche hin und sowas, das ist halt einfach nur der Eingangsbereich zu unserem Gefängnis und dann erstrecken sich hier hinterher die Zellentrakte und die Gemeinschaftsräume und allem, was dazugehört, entsprechend hinterher im Gefängnis. Das ist das, was ich euch jetzt in dieser wunderschönen Folge zeigen konnte. Wir werden eine Folge allerdings noch nicht ohne den letzten Arbeitsschritt durchführen. Leider Gottes macht es wenig Sinn, jetzt hier entsprechend einen Direktor einzustellen, der uns natürlich $200 am Tag kostet, ne? Wenn wir natürlich noch nicht mal ein Büro für den haben. Das heißt, in der nächsten Folge, in der inoffiziellen Folge 2 dieses neuen Let's Plays, geht es dann quasi in die Aufrüstung dieses ersten Gefängnisses. Es wird das erste Mal gebaut. Wir werden zwei Subventionsfortschritte direkt in der ersten Folge abarbeiten und uns zwei neue dazu nehmen und die ganzen Sachen erweitern und erforschen. Also die nächste Folge wird die große, große Baustelle. Diese Folge ist lang genug. Wir sind, glaube ich, bei jetzt irgendwas knapp einer Stunde oder vielleicht ein bisschen kürzer, 50 Minuten. Das heißt, ja, ich denke mal, das reicht für die erste Folgenlänge. Die nächste Folge kommt dann die nächsten Tage raus und dann erzähle ich in Zukunft auch, in welchem Upload-Rhythmus das Ganze dann passieren wird. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an dieser tollen neuen Runde Prison Architect und ich hoffe, wir werden die ganzen tollen neuen Features, die es in diesem Spiel gibt, dann auch langfristig hier nutzen können. In dem Sinne, es wird dunkel, Essenszeit, geht was essen, außer es ist 3 Uhr nachts, dann geht nichts essen, ihr werdet alle nur fett. Ich kenne das. Ah, naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.